Und Leute, gleich geht's los. Wir machen einen kleinen Kurztrip und fahren mal wieder in den nächsten Freizeitpark und zwar ins Phantasialand. Da ist auch eine neue Wasserbahn. Ich bin schon ganz gespannt, wie die so sein wird. Die anderen haben gerade geklingelt. Das heißt, wir machen uns gleich auf den Weg und müssen dann erstmal 4 bis 5 Stunden im Auto sitzen, je nachdem, wie viel Stau ist. Aber naja, ich werde dann aus dem Auto weiter berichten. Bis dann! So, kurzer Zwischenstopp hier an der Raststätte. Irgendwo, keine Ahnung, wo wir sind, hinter einer Baustelle. Baustellen sind hier leider überall. Das Navi hat zwar gesagt 4 Stunden, ich glaube, wir sind länger unterwegs. Und jetzt geht's auch weiter. Die anderen. Wir haben es geschafft. Nach 6,5 Stunden Fahrt sind wir endlich angekommen bei uns hier im Hotel. Mal gucken, ob es diesmal wieder so warm wird wie letztes Mal, als wir hier waren. Da waren es nämlich 39 Grad. Ich hoffe mal nicht. Dafür war der Park leer. Diesmal wird es wahrscheinlich ein wenig voller sein. Wir haben es geschafft und diesmal haben wir sogar eine schönere Aussicht direkt auf den Pool. Allerdings auch mit viel Gebüsch davor. Aber für 2 Pärchen ist dieses Zimmer auf jeden Fall nicht gemacht. Es gibt nur ein Doppelbett und ein Hochbett. Aber dafür gibt es hier Klimaanlage. Jetzt geht's gleich ab in den Pool. Und das ist unser Zimmer von außen. Ob das wirklich so wasserdicht ist, wie es verspricht.